Dann kommt wieder so dieser Blick in deine Richtung. Zum leichten Knurren. Da bin ich das wahrgenommen. Diese Beleidigung nehmen überhand. Das ist eine Beleidigung. Sind wenig zweckführend im Moment. Gabriel, wir beide nehmen die Westseite des Schiffes, Bruder Thordal und Wilhelm die Ostseite. Einverstanden? Ja, wie viele Menschen sind auf diesem Schiff? Eine gute Frage. 20.000. Vor allem in den Maschinendecks, aber da laufen wenige von uns umher. Und ihr sagt, ihr habt welche von uns gewittert. Menschen, ja. Diese bestialischen Jeans-Dealer auch. Mindestens einer. Ja, Bruder, ich weiß nicht, ob das ein sinnvoller Einsatz unserer Zeit ist. Dass ich darum lieber die... Ich nehme an, ihr habt Mitglieder der Wachmannschaft. Frage ist... 20.000 ist zu viel, ihr habt recht. Und keine Sorge, Xerxes wird sich einmal auf seiner Schrotflinte klopfen. Ich habe ja auch eine Ausbildung genossen. Mit denen werde ich schon fertig. Dann wünsche ich euch eine gute Jagd. Danke, die wünsche ich euch auch. Und beschützt den Kadihana. Ich schaue ganz lieb in die Runde. Der sollte heute sein Ende finden, so wird der Imperator das entschieden haben. Der Imperator beschützt. Das tut er. Wir wachen über sein Reich. Von allen geliebt. Ich werde eines meiner Auge auf den Kadihana werfen. In welche Richtung, das muss er selber entscheiden. Und er bekommt ein leises Knurren wieder von sich. Also, Lord Kapitän, fehlen irgendwelche Lieutenants von euch? Vor einiger Zeit ein Panzerleutnant. Ich werde euch gleich seine Daten übermitteln. Er hat sich krank gemeldet. Ich kümmere mich drum. Danke, Thordal. Überprüft umgehend. Werde ich machen. Viel Erfolg, Brüder. Na gut, dann ziehen wir los. Also gut, besteigt den Thunderbird. Ich habe es hier bereiten lassen. Packt alles ein, was ihr braucht. Und dann, wenn ihr unter der Wolkendecke seid, folgt dem Funkpunkt. Sollte es einen geben. Kalistradi muss erreicht werden. Wo war noch mehr ihr letzter Aufenthaltsort? In der Hauptstadt? In der Hauptstadt. Korrekt. Okay. Wir werden euch ebenso eine Karte der Hauptstadt zur Verfügung stellen. Wichtige Stellen darauf sind eingezeichnet. Der Raumhafen, die PVS-Basis, das Anwesen des Lordgouverneurs. Viel Erfolg. Ich lade die Daten in meinen Helmcomputer. Gut, dann vorwärts zum Sieg, Brüder. So marschiert ihr von dem Kapitänsdeck wieder in Richtung der Ablegestellen, wo ein gewaltiger Thunderbird von eurer Klasse aus auf euch wartet. Wenn ihr dann ihn betretet, ein Pilot sitzt bereits davor und Worgen selbst wird sich ein bisschen verloren vorkommen, wenn er dann in den gewaltigen Thunderbird Platz nimmt, der nicht für seine Maßstäbe gefertigt worden ist. Warum auch immer dieser Space Marine Thunderbird jetzt in diesem normalen Armeeschiff untergekommen ist, aber das soll euch nicht kümmern. Könnt ihr auf alle Fälle in den Sitzen Platz nehmen. Ja, ich schnell mich ganz fest an. Ich setze mich neben Worgen und passe ihm mit meinem Servo-Handschuh über den Kopf. Niedlich. Ich hatte noch nie jemanden von deiner Sorte bei einer Mission dabei. Pass auf dich auf. Das werde ich. Der Imperator wacht über mich. Och, und diese Stimme. Oh. Ich finde dich sehr niedlich. Mach ihn nicht kaputt. Ich mach ihn nicht kaputt. Ich zerfleische nicht alles, was ich zwischen die Zähne bekomme. Wenigstens kann ich zerfleischen. Wenn es sein muss, auch mit meinen eigenen Zähnen, kann ich Sachen zerfleischen. Nicht wie ihr. Worgen? Ja?
Ist dir mal aufgefallen? Die Space Marines werden immer so beschrieben wie Engel, aber von dem Gestank sagt man nie etwas. Sag das nicht zu laut. Ich hab geflüstert, die hören das bestimmt nicht. Vielleicht haben die super Ohren. Ich würde gerne mal drauf würfeln, ob ich das gehört habe. Ihr habt das Erd, ihr müsst da nicht drauf würfeln. Ihr habt gute Ohren. Da müsst ihr nicht drauf würfeln. Das ist, was sie meinte, das ist der Geruch von harter Arbeit. Ja, euer Mangel in das Vertrauen der Kinder des Imperators ist mehr als enttäuschend. Ich hoffe, ihr werdet diese... Wir werden sehen, ob ihr auf dem Schlachtfeld eure Fehler ausgleichen könnt. Normalerweise halte ich immer nur die Gewehre für Thronagent Worgen, mein Lord. Ein Glück, dass wir euch vielleicht noch brauchen. Nimm nochmal einen kräftigen Atemzug, denn das, was du riechst, ist das getrocknete Blut der tausender Feinde des Imperators. Es gibt keinen besseren Geruch. Ich stimme euch zu. Absolut widerwärtig, dieser Geruch. Dann könnt ihr spüren, wie die Maschinen angelassen werden und ihr langsam und ruhig von den Piloten aus dem Hangar gelenkt werdet. Die Gravitation, die euch in die Sitze drückt, wenn ihr dann beschleunigt und von der Fregatte aus in Richtung Avalos aufbrecht. In Richtung Wolkendecke. Es rüttelt und schüttelt, trotz des Vakuums um euch herum. Was wollt ihr tun? Ich guck zu Gabriel. Auch wenn ich vielleicht aus euren Augen niedlich erscheine, ich kann auch ein wenig zubeißen, Milord. Und euch dabei auf meine Hotshot wäskern. Aber sicher kannst du das mit deinem kleinen Spielzeug. Ich werde mich freuen, das mit eigenen Augen zu betrachten. Aber verletz dich nicht. Dann solltest du verletzt sein und meine Brüder haben meine Brüder Vorrang. Ich weiß nicht mal, ob ich bei deinem schmächtigen Körper überhaupt etwas tun kann. Und selbst wenn nicht, wird es mir eine Ehre sein, für den Imperator zu sterben. Das sollte es auch. Das sollte es auch. Nicht viele von euch kommen zur Ehre, bei solch wichtigen Missionen sterben zu dürfen. Vielleicht ist das hier ja schon der Höhepunkt deines Lebens. Er ist immerhin Inquisitionsagent. Ja, das ist schon was. Das ist schon was. Ich versuche, dieses Gefrotzel irgendwie auszublenden und vertiefe mich in den Codex Astartes, um meine Sachen aufzufrischen, mein Wissen. Ja, es ist so einfach, mit deinen Ultramarines in die Schlacht zu ziehen. Egal wo, egal ob auf McCrack oder in den vielen anderen Welten, selbst hier in diesem Gürtel, aber diese Brüder, diese Reibereien sind so anstrengend. Ja, es ist irgendwie ermüdend. Deswegen versuche ich auch Kraft aus dem Kodex zu ziehen, um diese Mission im Sinne des Gott-Imperators zu einem positiven Abschluss zu bringen. Ja, Theoretiker, Praktiker, die du durchgehst, vor deinem geistigen Auge fliegen die Bücher entlang, die du gelesen hast, die Aufstellung, was man gegen Tyranniden tun kann, und ja, denkst derweil so ein bisschen an Gilliman. Was wollen die anderen tun? 12 Minuten bis zum Atmosphäreneintritt. Milord Gabriel? Was denn schon wieder? Warum neckt ihr und der Milord Tordal euch so? Ach, du meinst das Wölfchen? Ja, die sind uns sauer. Sauer von einem Sieg, den wir vor langer Zeit errungen haben. Sind kein Sieg? Nicht drüber hinweg. Kein Sieg? Der Rat ist, glaube ich, eher der Sache, was ihr angetan habt. Ja, Brüder, das ist nicht die Zeit hierfür. Lasst uns beten. Menschen,
Das werdet ihr wohl hinbekommen, richtig? Ich falte sofort meine Hände. Ja. Aspirito dominatus domini, libera nos. Von dem Blitz und dem Sturm, unser Imperator löst uns. Von Pest, Täuschung, Verseuchung und Krieg, unser Imperator löst uns. Von der Geißel des Kraken, unser Imperator löst uns. Amorte petuma domine, libera nos, auf dass du ihn totbringen kannst, auf dass du keinen verschonst, auf dass du keinen begnadigst, ersuchen wir dich, sie zu zerstören. Und nun schweigt und betet. Ich nicke Bruder Wilhelm respektvoll zu. Gut gesprochen, Bruder. Ich schlage mir dabei einmal fest auf die Brust, dass es einen ordentlichen Schlag gibt. Und nicke Bruder Wilhelm auch richtig zu und stimme dann ein altes Lied von Fenris an. Ja, ansonsten wollt ihr noch irgendwelche Dinge quatschen? Wollt ihr sonst schon über Torsold oder sowas quatschen? Pläne? Nein, Milord Wilhelm hat gesagt, wir sollen die Fresse halten. Ja, und ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen und die Fresse halten. Wie gesagt, und der Wolf summt und stimmt ein Lied aus seinen alten Kriegszeiten an. Räumt das ein bisschen extra lauter hin, sodass es vor allem Richtung der Ohren des Apothekarius wandert. Ja, so sitzt ihr in euren Sitzen. Dann beginnt langsam, aber stetig das Kreischen, was lauter und lauter wird. Pulsierende Signale. Ihr könnt das Flackern von euren Bremsraketen über euch spüren. Das Schleudern und dann das Rottern. Ihr seht durch die Fenster ehemals schwarz. Mittlerweile in ein stetes Grau getaucht. Und dann in ein eher gelb-violett. Ihr könnt erkennen, wie die Oberfläche auf euch zurast, der Himmel, der sich absenkt und es immer lauter und lauter dröhnt von der Atmosphäre, die kreischt. Ja, unter euch könnt ihr die planetenweite Fläche erkennen, Obst, Bäume geschmückt, irgendwelche Äcker bewirtschaftet, riesige, gewaltige Mühlen, die dort rattern, oder aber Bauernhöfe und Gehöfte, gewaltige Straßen, die überall lang gepflastert worden sind, auf denen dann gewaltige Transporter fahren könnten. Zurzeit sind die allerdings wohl auch recht leer und vieles steht still. Während ihr nach unten blickt und dann in der Entfernung erkennen könnt, wie eine Stadt dort aufwächst, die wohl viele Kilometer groß ist. Endlich geht es wieder los. Wir haben ein Signal aufgenommen. Von der Inquisitorin? Das kann ich nicht bestätigen. Ein Signal. Der Rest des Funks ist ausgeschaltet. Ja, sind wir das Problem oder sie? Und wo kommt das Signal genau? Portika-Distrikt. Westen der Hauptstadt. Kann man es deuten auf eines unserer Signale oder eines der Feinde? Kurz auf ihrer inquisitorisch. Ich glaube, wir haben unser erstes Ziel gefunden. Wenn das eine Inquisitorin ist, sollten wir sie vielleicht zuerst aufsuchen. Auf jeden Fall. Ist das Signal aktuell? Wird es noch ausgestrahlt? Oder sind das Spuren eines vergangenen Signals? Es ist aktiv. Ja, dann haben wir unseren Landeplatz auch gefunden. Wo befindet sich das Signal? Portika-Distrikt. Sollten wir dort einen Landeplatz finden? Wenn wir keinen finden, springen wir einfach ab. Spezifiziere. Kathedrale. Portika ist ja in der Nähe von dem Raumhafen, dann können wir ja da landen, oder? Ja, kennen wir die lokalen Gegebenheiten, ist es möglich, direkt vor der Kathedrale zu landen? Muss verifiziert werden.
Kann kreisen. Ihr habt die Karte. Ist der kleinere Kreis, ist das die Kathedrale in Portica? Korrekt. Wie bereits gesagt, im Zweifel fliegen wir an der Kathedrale vorbei, springen ab und das Schiff kann im Raumhafen landen. Wir sollten überlegen, nicht allzu offensichtlich vorzugehen. Wenn wir jetzt die Zivilisten so beunruhigen, dass wir in einer Kampfformation abspringen, könnte das zu einer Panik führen. Meint ihr nicht, wenn wir da durchmarschieren, ist das nicht genauso schlimm? Eine Panik? Sie sollten stolz sein, dass wir auf ihrem Planeten landen. Das ist richtig, aber es kommt immer darauf an, wie wir landen. Ja, Tordal, auch mit den geschlossenen Visieren vom Thunderbird war der Geruch mittlerweile schon hart. Ja, es riecht nach Promethium in der Luft, auf alle Fälle. Wird es hier wohl sicherlich auch gefördert, aber es riecht auch nach Treibladung. Und wenn ihr weiter auf die Stadt zurast, könnt ihr wohl auch erkennen, dass das Rauchen nicht nur von Schornsteinen kommt, sondern auch von Plätzen. Und dann rast ihr über die verschiedenen Plätze hinüber und könnt auch erkennen, dass es Kampfhandlung gibt. Oh, okay. Das mein Herr, meine Brüder, hier ist Kampf. Ich glaube, es ist egal, wo wir landen. Ja, wir landen so nah wie möglich im Primärziel. Bestätige. Jetzt geht's wieder los. Vorwurf und dann Allvater! Ertönt er voller Freude auf den nächsten Kampf. Ich lade meinen Bolter durch. Morgen. Ja, Milord. Macht euch bereit. Ich klappe das Visier meines Helms runter. Ihr könnt hören, wie irgendetwas auf der Unterfläche des Thunderbird einschlägt. Heftig oder nur so, was weiß ich, Sturmgewehrfeuer oder so? Boah, Sturmgewehr oder Lasergewehrfeuer. Gut, das macht nichts. Pilot, wir werden beschossen. Verifiziert, wir werden beschossen. Leite Dingsmaßnahmen ein. Abwehr- oder Ausweichmanöver. Ja, du kannst auch bemerken, wie der Thunderbird nicht mehr auf direktem Ziel in Richtung der Kathedrale zurast, sondern leichte Schwankungen ausgeführt werden, die allerdings sehr, sehr statisch sind. Von einem Servitoren ausgeführt. Von einem guten Pilotenservitoren, aber eben sehr statisch. Ja, okay. Bring uns kurz über dem, bring uns über den Boden. Wir müssen springen. Das können wir wenigstens einen vernünftigen Auftritt darstellen. Ich guck mich mal nach einem Seil um oder sowas, wo dann vielleicht der Borgen und seine karianische Freundin sich abseilen könnten. Gibt es auf der hinteren Seite gibt es eine gewaltige Kurbel, wo dann eben alles aufgehängt ist und da könnte man sich dann an so einer Kette runterlassen. Also sowohl ihr euch an euren Rüstungen, als dann eben auch ein Mensch. Ja, ich denke, wir springen ab, ne? Aber sowas von. Ja. Ich würde sagen, ich nehme dann das Seil in die Hand, springe ab, sodass es sich schön aufrollt. Und der Borgen und kardianische Freundin können danach sich dann runterlassen oder so. Die minus eine Minute zum Puls. Ich löse mich dann mal von meinem Sitz. Ich erfalle dein Stoßgebet. Wir gehen mal so langsam Richtung Landeluke und öffne die schon genauer. Ja, du öffnest die Landeluke und Luft, die dir entgegenkommt. Es ist unglaublich kalt mittlerweile wieder durch die Luft, die dann abgesaugt wird und es kreischt um euch herum. Du kannst jetzt auch hören, die ganzen Schüsse, sowohl von Lasergewehrfeuer als dann eben auch von Sturmgewehrmunition mit Projektilen. Und um euch herum ist tatsächlich Kampf, viel Kampf. Und dann gibt es einen harten Schlag. Ihr werdet da rumgewirbelt, irgendetwas blinkt rot. Haltet euch fest, Brüder! Und dann stürzt ihr ab. Wir sollten springen.
bevor wir mit dem ganzen Schiff zu Bruche gehen. Ja, ich begebe mich auch Richtung Ausgang und will so irgendwie 10 Meter vor dem Boden, also Höhenmeter, abspringen. Ja, du musst auf alle Fälle sofort deine Magnetstiefel anmachen. Du kannst erkennen, wie deine Flügel, wo abgerissen ist, es raucht stark und ihr habt euch jetzt mittlerweile auch gedreht, sodass ihr dann zumindest nicht mehr senkrecht in der Luft steht, sondern irgendwie hängt auf dem letzten verbliebenen Flügel, sodass du dann eben mit deinen Magnetstiefeln nur noch dich ordentlich bewegen kannst. Hast auch gesehen, wie Tordal eben dann im Inneren der Kabine noch rumgewirbelt wird und konnte sich dann wohl noch an einem der Vorrichtungen halten, sodass er nicht direkt nach draußen gespült worden ist. Hat unser Space Wolf ein Jump Pack? Ja. Ja, dann packe ich Worgen, nachdem ich meine Stiefel angeschaltet habe, dass er hier nicht durch das Raumschiff geschleudert wird, und gib ihm einen kleinen Satz in deine Richtung. Nimm ihn und spring mit ihm runter. Nehmt ihr die andere, dann nehme ich ihn. Ja, das sind ja zwei, ne? Zwei Menschen. Ja, und während ihr noch überlegt, könnt ihr es einmal weiteres Mal kreischen hören, Glas splittert und dann tut alles weh. Gebremst. Der Thunderberg schlägt auf, Steine, die umhergewirbelt werden und dann ist erstmal alles dunkel. Geht es euch allen gut? Ja, nehmt Verteidigungspositionen ein. Wir sind im Feindgebiet gelandet. Ausrücken. Schlamm raus. Lass Morgan erstmal fallen. Also so, dass er sich später noch mehr wehtut. Und ziehe gleichzeitig meine Axt und mein Schwert. Und werde versuchen, erstmal zur Orientierung, wo der Feind ist. Wo ist der andere Mensch? Die Frau? Du kannst sie sehen. Saß wohl eben noch unschlüssig, hatte gerade die Sicherheitsgurte gelöst, war sowieso viel zu klein für diesen Sitz und ist jetzt herumgewirbelt worden. Du kannst erkennen, wie sie wohl unter dem Pilotensitz verschwunden ist. Der Pilot selber wohl von irgendeiner Stange aufgebohrt, auch wenn es nur ein Servitor ist, aber auch er gibt nur noch ein leises Piepen von sich. Du kannst sie dann stöhnen hören, wie sie dann unter dem Sitz liegt. Ich beuge mich zu ihr runter, fasse den Pilotensitz mit einer Hand an, aber schaue mir erstmal ihren Befund an, ob sie nicht gerade von dem Pilotensitz zusammengehalten wird durch sein Gewicht. Nee, du kannst sehen, dass wohl ihre Beine in einem merkwürdigen Winkel abstehen und zwar beide sind gebrochen. Es tut weh. Ja, das glaube ich. Ich reiße den Pilotensitz mit etwas Anstrengung hinfort und ist so hoch, dass ich sie rausziehen kann und pack sie mir erstmal über die Schulter. Derweil die anderen. Ihr könnt den Thunderbird durch den Ausgang verlassen und stellt fest, dass ihr wohl durch das Dach der imperialen Kapelle bzw. der Kathedrale gebrochen seid. Irgendwo zwischen Bänken, Ziegeln, riesigen Statuen seid ihr gelandet. Das Loch in der Decke, was ihr hinterlassen habt, habt auch teilweise das Glasdach mitgerissen. Könnt ihr eben erkennen, wie über euch eine Regenverhang ist es nicht ganz, aber Prometheum geschwängert auf alle Fälle, sodass es diese drückende Anspannung ist, möchte gleich regnen. Es riecht zumindest danach. Trotzdem ist es noch warm. Könnt dann erkennen, wie die Türen der Kathedrale selbst wohl zertrümmert und zerbrochen sind. Das wart nicht ihr, das war vorher schon. Könnt dann draußen wohl noch weiteres Laserfeuer hören und ihr seht, nachdem ihr euch ein bisschen umgeblickt habt, auch Bruder Willem kann das erkennen. Auf dem Altar liegt das Signal. Ja, Brüder, vorrücken, Kathedrale. Und wie geht's mir? Ja, gib mir doch einfach mal ein W10, schauen wir mal. Oh boy, oh boy, oh boy. Du kannst den Widerstand abziehen. Mhm. Und dann ist das dein Schaden. Alles klar. Vorsicht, Brüder, das fühlt sich wie ein Hinterhalt an. Sehe ich auch so. Ich werde mich mal umhören, umriechen, umschauen, ob hier irgendwann bei uns wartet. Ja, ich möchte mich auch mal umschauen. Ob ich irgendwelche verborgenen Feinde sehe.
Ja, gib mir gerne mal eine weitere Wahrnehmungsprobe. Könnt ihr dann alle machen, auch wenn dann Gabriel mit der Kadianerin Elisabeth auf den Schultern nach draußen kommt. Könnt ihr euch umblicken, umsehen? Nö. Vier Erfolgsmomente. Ich guck gerade. Ich glaube mindestens, dass ich es geschafft habe. Ja, die 11, die 26, 61 müsste wohl auch noch drin sein. Ihr blickt euch um. Wie gesagt, uralt. Eine zerfallende Stadt auch schon vor den Rebellionen. Überall riecht ihr Flammen, unkontrollierte Brände, Explosionen, könnt ihr auch hören, das Krachen und das Donnern von weiteren Geschossen, von Lasern. Draußen könnt ihr dann eben auch die Rufe hören von Soldaten, die dort gegeneinander kämpfen oder miteinander kämpfen, gegen was auch immer.